So, da sind wir also wieder. Der Division und ich bin Level 12. Ich habe eine Runde mal ein bisschen so gespielt. Einfach nur mal, dass man mal so just for fun ein bisschen reinkommt, weil ich habe auch nicht so die wichtigen Missionen, die kommen erst wieder. Aber ich dachte mir, die Folge kann man auch mal so die ganzen Nebenmissionen so ein bisschen zeigen und das machen wir einfach. Deswegen hier machen wir die beiden Kämpfe, gehen dann hier rüber zum Nebeneinsatz. Also ein bisschen mal so sehen, was passiert noch so in der Division, außer immer diese Hauptkämpfe. Ich glaube, meine Bewaffnung, die ist jetzt auch neu für euch. Ich habe hier so eine kleine MG, habe ich gefunden. Und hier so ein etwas anderes Snipergewehr. Also auf jeden Fall, da ist eine Neuigkeit am Start. Und wie gesagt, jetzt gehen wir mal zur Wasserversorgung. Na? Naja, willst du denn das Auto oder was? Hallo? Naja, da sind doch wieder böse Cleaner. Ja, so, geht doch. Die sind weg. Was machst denn du da auf einmal neben mir? Da kommt da noch einer. Ja, so, jetzt habe ich aber genug, oder? Alle erstmal eliminiert. Wie gesagt, von der Hauptstory und so, ihr habt nichts verpasst. Das ist immer. Der Hund drängt mich. Alter. Wahnsinn, Hund drängt mich weg. Von der Hauptstory habt ihr nichts verpasst. Das ist eben auch ganz wichtig. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Also nach wie vor, ich weiß, ihr seid es mittlerweile das auch gewohnt und ich sollte es eigentlich auch gewohnt sein, aber ich bin immer noch so geflasht von der Grafik. Ich finde es nach wie vor so Hammer. Also für ein MMO mit einer Open World, Hammer gut, was die da gemacht haben. Ich bin natürlich weiter auf der Suche nach dem Loot, nach dem allumfänglichen Loot. Na Hund, darf ich an dir vorbei? Sehr lieb. Da wurde es doch gerade schon wieder rot auf meinem HUD. Ich bin tot? Na, wenn nicht da mal nicht lacht, du mein Freund. Da geht's wohl runter. So, da wäre ein Echo gewesen. Aber lustigerweise, hier die Mission, die habe ich schon mal angefangen, habe sie dann aber abgebrochen. Deswegen weiß ich, dass ich da runter musste. Da nimmt er sich die Elektronikteile. Yes, alles meine. Blau, sehr schön. Na, so. Da haben wir alle mal die Dinger. Das ist einfach lustig, wenn die explodieren. Die mal alle zerstört. Und jetzt wird es hier eigentlich ganz. Also, wie gesagt, ich habe es einmal schon angefangen. Da habe ich hier dran gedreht und man muss auch nochmal hier das andere Ventil drehen. Das habe ich aber nicht überrissen, um ehrlich zu sein. Wasserdruck im kritischen Bereich. Deswegen. So, jetzt muss ich nämlich innerhalb von 40 Sekunden hier nämlich da auch noch da drüben drehen.
So. Und. Den machen wir auch weg. Und jetzt müssen wir drüben wieder den Wasserdruck anpassen. Ja, da oben. Also rennen wir da mal hoch. So, wo geht's? Ach, da ist der hoch. Okay, alles klar. Sekunden noch. Da werden wir, machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Okay, ganz kurios. Warum ich den nicht so machen konnte. Aber jetzt muss ich Gas geben. 11 Sekunden. Und jetzt habe ich auf einmal Feuer gefangen. Och. So, irgendwie hat es scheinbar gerade so ein bisschen gebuggt. So hat es zumindest gewirkt. Aber jetzt scheint das so zu laufen, wie es laufen soll. Ziel erfüllt. Und jetzt muss ich die Wasserpumpe verteidigen. Jetzt in Betrieb. Wasserdruck stabilisiert. Ah, ja. Kampf abgeschlossen. Am Schluss lief es doch dann ganz gut. Jetzt schaue ich mal, ob es hier vielleicht noch irgendwas zu looten gibt. Hinter so Türen oder irgendwo. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Nee, das geht's dann da hoch. Aber man guckt mal sich lieber einmal mehr um als einmal zu wenig. Ah ja, da ist doch eine Kiste. Da sieht sie. Habe ich doch was gefunden. So. Die Mission ist auch durch. Jetzt nehme ich hier oben noch den Kampf an. Das sind auch nochmal ein paar XP. Weil eben ich langsam habe ich einfach, ich sehe ja, wie viele Leute auch schon auf Level 13, 30 und so sind. Und darauf habe ich auch Bock. Oh, falsch gelaufen. Und darauf habe ich auch Bock. Deswegen will ich unbedingt in die Dark Zone. Und da muss ich natürlich Level 30 sein. Da gibt es keinen Weg rum. Beziehungsweise man kann natürlich schon vorher in die Dark Zone. Aber wenn ich schon das Gefühl, den Endgame-Content haben will, dann will ich zumindest mal so in dem Bereich sein, wo ich dann auch in die Dark Zone geschickt werden muss für die Missionen. Weil da kommen ja auch welche. Sieht man hier ganz gut. Hier ist die Dark Zone und hier gibt es dann auch Einsätze. Das ist alles Dark Zone und dann geht es hier rechts rum. Aber man kommt schon mal so ein bisschen da rum und ja, deswegen. Aber einfach so mal reinschnuppern, macht keinen Sinn. So, und die Nachschubbeschaffung, die ist nicht mehr weit weg. Gut, das sind gute. Was macht ihr da? Vermisste Vorratskiste geortet. So, da sitzen auch noch welche. So einfach mache ich es dir nicht. Feindkräfte nähern sich. Ja. Kann ich mit leben. Nur von wo ist die Frage? Ein Werkzeug entdeckt. Na, jetzt machen wir erstmal hier die Versorgungsgüter nehmen. Vorne kommt der nächste.
Dann kommen sie jetzt allmählich an. Er ist tot, Mann, ja. Er ist tot, Mann. Nee, komm. Nicht so böse Wörter in den Mund nehmen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Na, jetzt kriegen wir erstmal die eine Kiste darüber. So, und weiter. Ah, verschwommene Sicht. Oh, man sollte nicht wechseln, wenn man das hier macht. Sondern man sollte bei der Handfeuerwaffe immer brav bleiben. Aber ihr seht, der Loot, der läuft da schon. Da liegt einiges. Ich weiß auch nicht, warum ich hier eigentlich das Zeug da reintragen soll. Gefühlt noch nicht wirklich sinnig, aber... Warnung, Feindkräfte nähern sich. Gut, wenn es das Spiel das sagt, dass wir das machen sollen. Mach den Beine. Schalte den aus. Na, wo denn? Die haben ihn. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Eieiei, das ist ja fast schon mehr Stress. Komm schon. Also die Waffe ist cool. Und der lässt was Blaues droppen. Noch schöner. Warnung. Feindkräfte nähern sich. So. Langsam aber sicher. Weg von hier. Erstmal hinter das Auto kommen. Oh, was ist das für Pfui-Wörter? So, und wir tragen mal weiter. Dass er da. Wie entspannt er halt da so geht. So, ja, ja. Kein Problem. Versorgungsgüter beschaffen. Mach ich. Nachschub. Läuft. Natürlich in der Tendenz, sowas für zwei Leute im Chor ein bisschen angenehmer. Der eine kann dann ballern und der andere trägt es einfach weg und fertig. Aber man sieht, es geht auch alles eigentlich ganz gut alleine. Nur die Dark Zone später, die ist was, was man alleine wirklich meiden sollte. Da, schöne neue Waffe. So, alle weg. Und langsam läuft mir auch die Munition so ein bisschen hier aus. Oh, da ist noch ein Telefon. Telefongespräch. Die Küstenwache hat Hell geschnappt. Er war auf dem East River in einem alten Militärschlauchboot unterwegs. Mit 50 Kilo Koks. Hat den Motorschaden. Ist das ein Witz? Nein, Ma'am. Wo bleibt dann das Feuerwerk? Ich will Champagnerkorken knallen hören. Als wir sie eingebuchtet haben, hat sie nur gegrinst. Ich habe sie gefragt, ob sie sich freut, wieder zu Hause zu sein. Und sie hat mich angespuckt. Hat gesagt, ja, weil ich euch jetzt alle mitnehme. Sie glauben, sie ist infiziert? Ich bin gerade in der Klinik. So, dadurch, dass der Weg hier nicht mehr zu weit zum nächsten Safehouse ist,
am Medicine Stand werde ich es da mal probieren, wenn ich da mal mich durchkämpfe, dass ich hier die Blitzreisen aktivieren kann und mir da dementsprechend neue Möglichkeiten sich ergeben. Ich weiß aber nicht, welches... 15 bis 16. Nee, das machen wir noch nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen too much noch. Deswegen gehen wir dann erstmal hier rüber zur Geiselrettung. Beziehungsweise, genau, ich werde hier in die U-Bahn-Leichenhalle. Und dann kann ich nämlich darüber. So machen wir das. Das ist jetzt Levelstufe 5 bis 9, also von dem her, da soll es sich ein bisschen leichter für mich sein. Obwohl ich auch nicht mehr so viel Schuss habe. Auch natürlich eine der Thematiken. So. Waffenteile gäbe es da. Aber wir suchen jetzt hier den Kampf in der Geiselrettung. Die sind eigentlich in der Regel immer recht easy machbar. Ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Und in Summe noch 240 Schuss in der primären sollten auch funktionieren. Wir können eigentlich, was haben wir denn da eigentlich gerade eben bekommen? Eine Schrotflinte. Aber ihr seht, vom SPS niedriger als die, die ich gerade hier angelegt habe. Also von dem her, was fürs Zerlegen dann nachher. Auch da nicht kein Vorteil. Die Maske. Ne, auch da bleibt ziemlich alles recht ähnlich. Keine großen Verbesserungen. Deswegen bleibt es hier. Auch da ist alles eher rot als grün. Der Rucksack. Schaden wird weniger, Fertigkeitenstücke deutlich mehr, aber da warte ich doch lieber auf Stufe 13, weil der bringt mir dann einiges hier, der Ballistikrucksack. Also von dem her bleibt das Equip erstmal so, wie es gerade der Fall ist. Da drüben in der Dark Zone wird schon wieder geschossen. So, da vorne wird es wieder rot. Ach ja. Ja, da ist was Grünes. Und da wird es jetzt gerade nochmal rot. Auch immer trotzdem das Zeug mitnehmen ist ganz wichtig. Mit dem Hintergrund, dass man es ja noch zerlegen kann fürs Craften. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Ja, wo ist er denn? Die Feindpräsenz. Da ist er. So. Alles kein Problem. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Na? Ich habe genug für euch alle. So. Na gut, dann halt so. Bisschen Munition wollte ich sparen, hat auch geklappt. Jetzt brauche ich den Schlüssel da drin, den muss ich suchen. Und wenn ich den habe, dann kann ich die Geiseln beretten, damit ich der Großheld. Oh, Alcaramba, vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Wir sind dir sowas schuldig. So. Da drüben ist... Hier ist ein Erste-Hilfe-Set. Das wird auf jeden Fall mitgenommen. Zivilisten sind jetzt sicher. Kampf ist abgeschlossen. Da in dem ist nichts. Normalerweise findet man auch immer ganz gern noch eine Kiste. Ja, ist okay.
Schau mal, ob mal hier noch irgendwo was zum Loot da ist. Ein Gefechtsschoner wird auch mitgenommen. So, eine Mission war hier doch noch. Nebeneinsatz können wir. Kopfgeld Axel Willis. Den machen wir noch. Wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht. Bitte manifestieren Sie diesem Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel. Ja. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, Agent. Ich muss meine Chakren reinigen. Also, den Axel, den nehmen wir noch mit. Den zeigen wir mal hier, was da los ist. Markierte Position in der Nähe. Na? Soll ich da hier etwa noch ein bisschen helfen, euch Jungs? Na klar, da helfe ich doch jetzt mal mit. Feindkräfte nähern sich. Kein Problem, Jungs. Von wo kommen sie denn? Das ist eher die Frage der Fragen. Bis jetzt ist es ja ganz schön ruhig. Ich glaube, die haben schon Angst. Ah ne, da sind sie. So, erstmal nachladen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Gut. Und da kommen wohl die nächsten von da schon. Kann das sein? Sieht so aus. So. Ich kann noch. Noch 45 Sekunden, also eine Welle sollte noch kommen. Man sieht natürlich die Stufe. Unsere überragende Level hilft hier auf jeden Fall. So, die Frage ist diesmal. So. Sind an ihrer Position und startbereit. Alles klar. Den haben wir aber mal ordentlich gezeigt, was ein Hake ist. Und wir sammeln den Loot weiterhin auf, so wie sie es gehört. Ach, das war doch nicht knapp. Haben wir alles selber sowas von entspannt gemacht. So, und wenn wir jetzt da runter wollen, oder wenn wir jetzt zu den Gegnern wollen, müssen wir wohl hier runter. Und dann schauen wir doch mal, was hier unten so los ist. Naja. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwo so eine kleine Munitionskiste liegt. Weil normalerweise liegen die ja schon immer ganz gern bereit. Aber sieht wohl so aus, als ob ich mich diesmal auf gute alte Weise irgendwie durchschießen muss und hoffen muss, dass da schon irgendwas daherkommt. Na gut, hilft nix. Ja, wir werden einfach ein bisschen mehr mit dem Gewehr arbeiten.
Dafür haben sie ja das richtige Level. Und hier ist einer der Ziele. Der ging ja schon mal sehr leicht. Jetzt muss ich da aufpassen. Weil hier ist jetzt auch auf einmal rot. Nicht, dass da auf einmal wieder einer neben mir steht. Das habe ich ja ganz gern. Aber bis jetzt schaut es auch so aus, als ob das nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, mir ist das hier... Doch, dass das so knallrot ist, würde ich gerne wissen, warum. Da muss doch einer sein. Oh, scheinbar nicht. Naja, egal, dann gehen wir mal den zweiten Lieutenant suchen. Die anderen werden dann schon uns irgendwann über den Weg laufen, schätze ich mal. Das Telefongespräch nehmen wir mit. Säcke Kenia Doppel A, grün, trocken. Kann nicht älter als ein paar Monate sein. Kaffeeboom. Bist du irre? Ist Wahnsinn, oder? Ich habe auch einen gasbetriebenen Röster. Du liebst doch französische Röstung. Wie zum Teufel hast du... Ach, egal. Ich bin gleich da. So, da ist noch was für die Waffenteile. Nochmal Waffenteile. Also Waffenteile auch immer ganz klarer Need. Oh, da vorne ist Munition. Sehr schön. Da kann man uns jetzt mal wieder ordentlich auffüllen. Maschinenpistole freut sich über Nachschub. Da ist er einmal schon gerade in die Luft gegangen. Nee, so doch bitte nicht. Den Bereich sichern. Alles klar. Einer fehlt noch. Ne, der Axel Wallace, der will noch neutralisiert werden, logischerweise. Klar. Der Cheffe muss noch weg. Na, wo ist der denn? Muss jetzt wieder zurück? Ist das jetzt deren Ernst? Macht das Sinn? Oder habe ich irgendwas verpasst auf dem Weg? Ich will es ja nie nur aufs Spiel schieben. Ah, da geht's runter. Ich sehe schon. Okay, okay. Ah, die war zu hoch gezielt ein wenig. Man muss aufpassen. Ja, komm schon. So, du bist weg. One to go. Doch gar kein Problem. Jetzt schauen wir, ob es hier auch noch irgendwo vielleicht eine separate Tasche gibt. Irgendwas, was man looten kann. Muss nicht immer, ist aber gerne.
Aber sieht so aus, nee, hier ist nix. Ja, dann war es das für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat's... Oh, da ist sie doch. Ha. Also, haben wir doch auch noch unseren Loot bekommen. Also, dann jetzt aber wirklich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.